Hi, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute gibt es endlich das versprochene Hearts DIY. Und zwar zeige ich euch, wie ihr diese schönen Schlüsselanhänger hier machen könnt. Und ich finde sie wirklich mega schön. Sie eignen sich auch perfekt zum Verschenken. Ich persönlich habe meine zu Nikolaus verschenkt. Ich wollte dieses Video auch ein bisschen früher hochladen, damit das Ganze noch so als Weihnachtsgeschenk gelten kann. Ich habe aber mal wieder total verpennt, ein Intro zu drehen, also kommt das jetzt erst. Das Ganze war so eine richtige 2 Uhr nachts Idee. Wer so ein bisschen auf diesen Kunstseiten und so bei Pinterest und Instagram unterwegs ist, der hat das bestimmt schon mal gesehen. Das Ganze ist einfach Kunstharz. Und irgendeinen Abend habe ich mir dann einfach das in den Kopf gesetzt, dass ich das jetzt unbedingt auch mal machen möchte. Und dann habe ich den ganzen Abend recherchiert, wie man das macht, was man dazu braucht, was man beachten muss und natürlich Inspirationsbilder. Die findet ihr übrigens auch alle auf meinem Pinterest bei der Pinwand Resin Art. Ich bin ziemlich froh, dass wir das jetzt mal machen können. Ich konnte den ganzen Abend danach nicht schlafen, weil ich konnte nicht aufhören daran zu denken. Deswegen freue ich mich richtig auf dieses Video und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. So, das ist das Kamera-Setup für dieses Video, damit ihr alles gut erkennen könnt. Und starten wir mal mit den Materialien. Zuerst braucht ihr das Harz, das ist hier in einem Mischverhältnis von 1 zu 1. Dem müsst ihr dann einfach folgen und so das Harz anmischen. Dann habe ich mir ein Set mit Formen gekauft, einmal so Buchstaben, einmal die werde ich aber in diesem Video nicht verwenden. Da war dann noch so ein Silikonbecherglas und Pipetten drin. Ich nehme aber noch Pappbecher zum Mischen, weil ich da besondere Farben und sowas machen möchte. Und ich habe diese Dinger zum Mischen und Auftragen. Das sind eigentlich Spieße, aber ich hatte nichts anderes und damit funktioniert das auch gut. Kommen wir nun zu den Dingen, die wir in das Harz mischen können. Da habe ich einmal Farbpigmente, dann habe ich noch verschiedene Glitzerfarben, mein Blattgold, was ich habe. Dann habe ich auch noch rausgekramt die Schmucksteine, die ich immer für die Klamotten benutze. Und das Beste zum Schluss, ich habe mir auch getrocknete Blüten bestellt. Und ich denke, das wird ziemlich, ziemlich schön. Die waren auch wirklich nicht teuer. Und ich wollte erstmal nur damit anfangen, weil ich nicht wusste, wie das Ganze so wird. Kommen wir nun zum Anmischen. Das Mischverhältnis steht auf den Flaschen drauf. Daran solltet ihr euch halten. Dann müsst ihr das Ganze so 3 bis 4 Minuten lang umrühren. Ich orientiere mich da dann immer mal an Musik. Und das solltet ihr auch langsam machen, damit möglichst wenig Luftblasen entstehen. Ihr seht, das Ganze bekommt dann so eine milchige Konsistenz und bildet Schlieren. Jetzt sind wir beim spaßigen Teil, dem Befüllen der Silikonform, und da könnt ihr euch wirklich austoben, machen, was ihr wollt. Es macht mega viel Spaß. Ich musste die Blüten einmal durchschneiden, weil sie sonst nicht in die Form gepasst hätten. Und noch ein Tipp, ich finde, weniger ist mehr. Ich habe manche Buchstaben ganz schön vollgepackt und ich fand, es sah am Ende nicht so schön aus wie die, wo man noch so ein bisschen Harz durchscheinen sehen konnte. Ja. Ich habe aber einen Fehler gemacht und den versuche ich jetzt mal zu erklären. Und zwar dachte ich, dass das Ganze spiegelverkehrt über Kopf ist und habe deswegen auch die Blüten immer nach unten gepackt. Und das spielt auch keine Rolle bei Buchstaben, die man umdrehen kann und dann gleich aussehen. Aber zum Beispiel beim N und beim P war es dann nicht so. Und beim N kann man jetzt quasi nicht die Blüten sehen. Das ist dann im Spiegel verkehrt. Das habe ich zum Beispiel, ich habe auch ein S gemacht und das ist dann auch falsch. Also achtet bitte darauf. Vielleicht liegt es nur jetzt an den Formen, die ich habe, aber das ist natürlich ärgerlich dann. Was ihr zum Schluss dann noch machen müsst, ist das Ganze mit Hitze zu bearbeiten, damit die Luftblasen quasi wegbrennen. Und ich habe das Ganze mit einem Föhn gemacht. Ich würde mich aber im Nachhinein für ein Feuerzeug entscheiden, weil das flüssige Harz beim Föhnen einfach rumgerutscht ist und das ist blöd. Dann könnt ihr die einfach an einen ruhigen Ort stellen. Ich packe da einen Karton drüber, damit da kein Staub rankommt. Und ich habe das Ganze abends gemacht und konnte die dann den nächsten Morgen aus der Silikonform holen. Tada! Da sind sie, meine Prachtexemplare. Und ich bin wirklich super zufrieden. Das sind die, die wirklich schön geworden sind. Ich finde zum Beispiel, das A sieht mega aus. Das ist auch für mich. Und es kommt auf jeden Fall an meinen Schlüssel ran. Und hier sind die, die nicht so schön geworden sind. Wie ihr seht, da sind die Blüten. Das Ganze ist aber einfach verkehrt rum. Das J ist einfach nicht so schön geworden. Und beim S ist mir das leider auch passiert. Ich finde das S zwar mega, mega schön, aber einfach leider spiegelverkehrt. Also, was soll ich damit? Da das Ganze mir so viel Spaß gemacht hat, habe ich auch gleich eine zweite Ladung gemacht. Und die sind wirklich echt gut geworden. Ich habe ja jetzt ein bisschen Erfahrung, was gut aussieht und was nicht. Und ich habe endlich ein richtig rumes N. Jetzt fehlen einfach nur noch die Anhänger daran, dass man sie auch wirklich als Schlüsselanhänger benutzen kann.
Bei den Silikonformen waren auch alles dabei, was wir für Schlüsselanhänger brauchen. Einmal so eine Ösen, dann Schlüsselring, einen einzelnen Metallring dann nochmal und so ein Bohrer. Und den musste ich erst zusammenbauen. Und ich hatte so Probleme herauszufinden, was das sein sollte. Es war echt ein bisschen Recherchearbeit nötig. Als erstes bohren wir dann ein Loch mit dem Bohrer. Das Ganze geht genauso gut mit einer heißen Nadel. Ich hatte jetzt aber zum Glück so einen Bohrer dabei. Dann ist da ein Loch. Und dann müssen wir einen von diesen kleinen Haken da reinschrauben. Und ich sag euch, alles, was ich hier mache, ist so anstrengende Arbeit. Das ging nicht annähernd so schnell, wie es da gezeigt wurde. Ich habe ganz viel rausgeschnitten, aber jetzt ist das da endlich drin. Zu meinem Pech kam jetzt aber erst das Blöde. Und zwar müsst ihr dann diesen offenen Metallring durch die Öse führen und den Schlüsselanhänger reinmachen und das Ganze dann zubiegen. Mein Tipp, macht das am besten gegen eine Tischkante, weil per Hand und Zange ging das überhaupt nicht. Es war so anstrengend, aber endlich haben wir dann einen fertigen Schlüsselanhänger. Da sind sie, ein paar der fertigen Schlüsselanhänger, und die könnt ihr jetzt einfach an euren Schlüssel machen. Ich habe auch einen an meine Tasche gemacht, also da sind viele Möglichkeiten. Ich finde es wirklich mega schön und das ist nicht das Einzige, was man mit Harz machen kann. Und wenn euch solche Videos gefallen, dann zeige ich euch gerne noch mehr mit Harz. Das war's auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unterhalten. Wenn ja, lasst doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und ansonsten hoffe ich, dass euch diese Harz-Sachen interessieren, weil ich gerne noch mehr machen würde. Natürlich hoffe ich auch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!